Welcome, welcome! Jetzt gibt es den großartigen Crit-Master Yi. Ist bestimmt scheiße. Oh shit, ich muss schnell. Ich komme, I'm coming! Also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt scheiße ist, weil wir brauchen richtig lange, um Items zu kriegen. Die Frage ist auch, ob wir die rote Machete anstatt die gelbe kaufen, weil wir brauchen ja auch AD. Naja, Attack-Speed, ja, naja, ich weiß noch nicht. Mein Jhin ist nicht da, okay, er ist fast tot. Ne, Support ist auch nicht da, bester Anfang auf jeden Fall schon mal. Die Q habe ich, habe noch gar nicht getestet, wie Master Yi ist. Das heißt, wir machen die Qs, bin ich jetzt einen Tag lang weg? Oh ja, wirklich. Ist eigentlich auch, wenn man jetzt so drüber redet, ein Nerf und ein Buff gleichzeitig. Man ist länger nicht angreifbar als Master Yi, was im Teamfight cool sein kann. Man ist aber auch länger beschäftigt, was so wiederum nicht so geil ist. So, wenn wir jetzt die E skillen, dann haben wir nur den True Damage, ja. Okay, sehr gut. So, hier Leute, als Master Yi Main, weil ich erst die E aktivieren, sobald ihr das ready habt. Zack, jetzt können wir das nämlich zweimal procken. Wobei, wenn ich jetzt das noch mache, vielleicht nicht, oder? Doch. Zweimal geprockt, sehr gut. Ne. Master Yi mit großem Schwert. Geil. Das machen wir. Das ist auch. Hier würde ich eh alle treffen. Welcome, welcome. Aktuell nehme ich immer Golems Second, wenn es geht. So, Papageien mit Master Yi. Könnte gehen. Also, ich glaube, wir gehen halt. First Item Infinity Edge, oder? Vielleicht. Ich weiß noch nicht, welche Machete. Müssen wir gucken. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Oder so, oder? Weil die Klinge zwei schneiden. Ja, doch, aber es kostet viel AP. Es kostet viel AP. Vielen Dank an The Morning After Tomorrow. Oh, welcome, welcome, wie man immer schön so sagt. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ne, als richtiger Master Yi geben auch Balls. Scheiß auf viel. So. Also die Q könnte halt gegen Single Target echt reinböllern, oder? Werden wir alles rausfinden. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wirklich überhaupt keine. Babab. Hier noch ein Auto-Tag. Da noch ein Auto-Tag. Dann gibt es heute gebratenen Wolf. Zack. Das reicht noch nicht. Hier einen kriegt er noch mit auf seinen Deckel. Wen haben die denn? Wow, boah, die haben richtig... Alter, was haben die für ein Team? Die haben Darius, Warwick, Vlad und noch Nautilus. Bleh. Richtig ekelhaft. Richtig ekelhaft. Bap, bap. Oh, Leute, also... Okay, ich dachte, der Damage kommt auch komplett am Ende, aber es macht sofort Damage, 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 Damage. Okay. So, hier kommt das Ward rein, ne, das hier. Schön. Jetzt können wir gleich auch nochmal einmal richtig lecker rein smiten. Bap, bap, bap. Aber ich glaube, brauchen wir den? Okay, ja, wir müssen den smiten. Da kommt der Wolf. Hier. Later, jetzt noch kurz das hier. Der kommt auch erst direkt. Er ist on fire. Ich komme. Ich bin on fire. Ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Ja, sehr, sehr schön. Guck mal. Das ist Do It Schmiesi. Und da flashen wir jetzt hier quer drüber. Machen den quer. Und later. Der beste Master Yi. Gott-Legendenspieler. Also, ich bin ganz ehrlich. Mit dem alten Master Yi hätte das da nicht geklappt. Sind wir uns da einig? Insert gewaltiges Kappa. So. Jetzt gönnen wir uns mal die Papa-Wölfe. Hier nochmal. Bap, 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 bap. Erinnert mich halt schon ein bisschen an Fiora, wenn wir ehrlich sind. Die alte Fiora, Leute. Ich bin ja immer noch dafür, dass Riot mal so den alten... Ah! 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 Help! Help! Auto-Check into Q! Into weggelaufen! Okay. Scheiße. Okay, rote Machete. Schuhe, damit ich erstmal wegkomme. Also gegen die brauchen wir Mergoris gegen die. Was für eine Machete kaufen wir jetzt, Leute? Ganz ehrlich, wir kriegen. Also, folgendes. Die gelbe Machete ist gut, wenn du Rage Raid baust, weil du einen Effekt doppelt procst. Und die ist gut fürs Late Game. Aber wir spielen Crit Yi. Crit Yi ist sowieso geil im Late Game, aber schwach im Early Game. Schwacher als andere Yi, weil der länger braucht, weil wir Crit Items brauchen. Und deswegen kaufen wir die rote Machete, damit wir stärker im Early Game sind. Macht das Sinn? Ziemlich viel sogar, oder? Es macht sogar ziemlich, ziemlich viel Sinn. Bap, 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 bap. That's the plan of Alabama. Rote Machete, könnt ihr euch merken, hat nämlich sofort Impact. Ihr kauft die rote Machete und bam. So Damage, so tanky, gründlich. Bam. So glatt, also Schaden. Weil die Klinge zwei schneiden. Kommt er da weg? Oh, ich muss farmen. Xenocutie. Kommt er weg? Ja. Very welcome. Xenocutie, vielen Dank. Welcome, welcome. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, bei dir ist alles very fresh. Very, very fresh. So, Warwick wird jetzt hier sein. Conteste ich das? Es wäre dumm, das zu contesten.
Deswegen gehen wir da hin. Okay, ist schon weg. Ist wahrscheinlich besser so. Danke dir, Xeno. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, 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 vielen lieben Dank. So, der Infernal Dragon. Wenn er ihn jetzt macht, dann ist er halt weg. Ich meine, Jin ist sogar noch da. Ah, ganz schön ballsy. Wir brauchen Geld, Leute. Sehen wir den Fakt ins Gesicht. Wir brauchen Geld. Master Yi auf Crit braucht Geld. Ja, wir haben ja auch einen toughen Midlaner, der Do It Schmiesi. Der gibt da ordentlich Gas. Hat er jetzt jede Q 80 Schaden gemacht oder? Nee, die erste nur, ne? Die nach der ersten meine ich. Müssen wir nochmal gucken. Gucken wir nochmal. Also die erste macht. Die machen alle 80, oder? Nee, hey, eine müsste doch. Die müssen doch 25% machen, oder nicht? Außerdem steht er bei der ersten 200. Der erste macht 200 und dann alle 80. Ist das richtig? Ach, keine Ahnung. Ich könnte da rein inten. Hat der mich schon gesehen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Der kommt jetzt. Ja, so. Ich weiß nicht. Ich int doch die Lane weg, oder? Hat er mich denn schon gesehen? Wenn sie ein Bein trifft, dann bin ich welcome. Komm, jetzt! Jetzt ist Bind auf Alabama. Nee, jetzt ist zu spät. Wahrscheinlich kommt Warwick jetzt gleich hoch. Aber wir gönnen uns eben die Dinger hier. Die sind so effektiv, Leute. Immer gönnen. Immer für die komplette Gönnung gehen. Twitch Miesi kommt auch. Ich brauche noch ein bisschen Cooldown Reduction eben. Auf der Q. Okay, ich bin da. Ach komm, jetzt kriege ich nichts mehr ab, oder was? Ja, okay, dann nehme ich die Plates. Ich meine, wenn ich schon hier bin. Ne? Also, machen wir hier nochmal eine schöne Q durch. Kommt schon. Ah, immerhin den. So gankt man als Master Yi, by the way, Leute. Man kann ja auch auf verschiedene Arten und Weisen ganken. Man kann den Champion ganken. Man kann aber auch die Plates ganken. Einfach den Tower ganken. Ja, sie pinkt jetzt, aber ne? Kommt schon. Do it! Do it! Nice, und jetzt escapen wir. Jetzt machen wir nämlich die Q. Machen die weh. Also es war knapp, sind wir ehrlich, es war knapp. Ich wollte aber eh shoppen gehen, weil wir jetzt unsere Machete fertig haben. Das war worth. Ich würde insgesamt sagen, dass das worth war. Ich würde das als worth bezeichnen. So, jetzt haben wir richtig viel Power. Und jetzt gehen wir Crit. Die Frage ist, also wir kaufen erstmal das, aber sie, ganz ehrlich, Nico hat mich aber verkauft. Wir hätten zusammen das Plate nehmen können, ohne dass ich sterbe. Ich bin unterwegs. Nee, ich gehe zum Red Buff. Der braucht gar keine Hilfe. Vielleicht doch. Ich bin unterwegs. Ja. Jetzt sehen wir die Power von Crit Masti. Der 0% Crit kommt. Yi kommt jetzt. Und let's go. Hat der Flash? Hat er. Nice. Jetzt aber nicht mehr. Ich habe seinen Flash gebaitet und jetzt kriege ich auf den Sack. Auto-Tech. Auto-Tech. Nice. Also ich glaube, mit On-Hit Masti hätte das an dieser Stelle nicht geklappt. Wenn wir ehrlich sind, Leute. Können wir mal kurz ehrlich sein, bitte? So. Hallo, Caravan. Was geht? So. Also die Frage ist, ich würde am liebsten Infinity Edge First gehen. Aber wenn wir halt immer nur so mit 400 Gold in die Base gehen, dann kaufen wir halt erstmal diesen Attack Speed Kram. Die Frage ist halt, ob wir halt wirklich Mergris gehen. Mergris sind halt Trumpf. Wer kann CC? Er? Ja, sie haben halt nicht so viel CC. Ne, also es ist... It's holding inside the Rayman. Das ist das Problem dabei. Ja, schwierig. Schwierig. Ne, aber... Wenn ihr Master Yi-Man seid, Leute, nehmt die Rune, geht Mergris und dann seid ihr nicht CC. Mal Leute sagen... Du musst nur Master Yi CC, aber es geht gar nicht. Geht gar nicht. Du hast, keine Ahnung, 1000% Tenacity, wenn du das beides gehst. So, ich komme. Let's go. Ich bin ready. Den getten wir jetzt, Leute. Wir gehen für den Full Get. Ich bin bereit. Ja, perfekt. Perfekt. Also, wo bin ich? Ich komme. Bin da. So welcome. So gründlich. Wrap. Und wrap. Und wrap. Und wrap. Und wrap. Freihändig. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Nixo, vielen Dank. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und jetzt nochmal. Ah! Autsch. Kann man überhaupt Tower Damage reduzieren? Ich glaube nicht, oder? Geht das auch? Keine Ahnung. Jetzt auch nochmal hier eine schöne Tower getten. Richtig geiler Master Yi-Spieler hier.
Also, wenn ich damit nicht nach Master 3 climbe, dann weiß ich es auch nicht. Dann, I don't know. Very don't know. Bau Static, weil da machen auf dem ersten Outtake nach dem Q Millionen, tausend Schaden. Ja, jetzt ist die Frage, Statics? Oder Phantom is useless, macht keinen Damage? Rabbit sonst noch, aber Rabbit macht ja auch keinen Sinn, oder? Wieso klaut die mir alle... Ist sie mad? Kann es sein? Warum klaut die mir alle Dinger? Wir könnten nochmal Midlane ganken gehen. Ich wäre ready. Hier ist ein Ward. Let's go. Er intet sogar sehr gut. Schön. Frage ist... Ja, perfekt. Fre! Fre! Nö, 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 nö. Later. Und fre, 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 fre. Und... Ah! Wir haben richtig viel Rich Money Making. Dann gehen wir Infinity's Edge. Infinity's Wedge. Komm, weil wir, wie gesagt, mehr Grease. Also ja, hier wäre es nett gewesen, aber es ist nur Wardwick quasi. Also ich glaube, das brauchen wir Athletic echt nicht. So glatt. Weil Moin Tobi, Daniel. Welcome. Moin Tobi. Welcome, welcome. Auch ein wunderschönes Moin zurück. Herzlich willkommen in der Nutella Löffel Army. Welcome. Welcome, welcome. So. Welcome, welcome, welcome. Ich habe auch noch hier mal noch die Haferflocken und meinen Kaffee, Alter. Das Problem, warum Crit die wahrscheinlich nicht so gut ist, ist auch ein anderer. Weil du brauchst mindestens zwei Items. Infinity Edge und, keine Ahnung, Statics. Oder noch ein Infinity Edge. Bei dem anderen Bild gehst du das Attack Speed Jungle Item und Rage Blade und dann gehst du Tanky. Sterax. Weil Tank auf Yi ist Win. Und mit dem Item Bild gehst du nicht Tank. Deswegen wird man Feeden und Inten. Welcome! Das nennt man den flotten Wolf. Könnt ihr euch jetzt bestellen? Ja, das ist schön. So, jetzt schnell, ne, das ist, wenn du den Gegner schon Jungler liest, Leute, dann weißt du genau, der ist jetzt mit 10% an dieser Stelle. Ich gehe einfach für den Turbo Tower. Nee, doch nicht. Guck dir das an, Leute. Du kannst sogar noch hier ein bisschen was machen. Okay, vielleicht sollten wir sie angreifen. Ja, okay, also, ja, okay, vielleicht habe ich kurz irgendwas was gemacht, was ich auch nicht verstehe, warum ich es gemacht habe. Ah, schade. Also. Ja, okay. Also, ich möchte anzweifeln, was da gerade passiert ist. Antrag angenommen. Also, ich habe bewusst die Minions angegriffen, weil es kam. Weil ich irgendwie gerade. Mir war gerade danach. Kennt ihr das Gefühl, wenn ich einfach mal einen Minion angreifen wollte? So, wir haben jetzt das erste Crit-Item. Ich habe leider keine Ahnung, was hier steht. Das ist das Problem. Aber ich glaube, die Q kann critten. Hier. Kolpo Alpha Pur Infligere Kolpi Kritiki per 176. Das heißt, wenn ich Kritte mache, 276 Damage zusätzlich? Das macht ja so schon 165. Keine Ahnung, es macht Damage. Da hat es gerade mal 925 gekrittet. Nee, es hat nicht für 925 gekrittet. Das macht so viel Schaden, macht es nicht. Aber wir machen, Leute, wir kritten jetzt. Und jetzt gehen wir richtig, jetzt eskalieren wir richtig. Jetzt kommen wir noch das ein oder andere Crit-Item. Da ist ein Nautilus, aber ich würde gerne den hier getten. Wir müssen den einfach, Leute, er anmachen. Oh, lol, er hat schon... Ah. Ja, okay. Wir haben seinen Flash bekommen. Er hat halt harten Respekt. Er hat giga harten Respekt. Dann gönnen wir uns wieder einen Blue Buff. Die Frage ist also, welches Attack Speed Item... Eigentlich gibt es nur Statics, oder? Eigentlich gibt es nur Statics. Der Rest. Ich möchte anzweifeln, dass er es schafft. Er wird hinten. Aber das ist sein Kampf. Den muss er austragen. Hat er ausgetragen. Er hat ihn ausgetragen. Man kann drüber über das Ergebnis diskutieren, aber er hat. Ne, das ist halt einfach. Bei dem Trade musst du halt als Aatrox, glaube ich, wirklich erstens Ultimate haben und alles treffen. Während Darius einfach nur Darius sein muss. So. Wir müssen jetzt Geld holen. Ich komme. Sie hat ihren. Ich zeige euch jetzt, wie es geht, Leute. Ich werde euch jetzt zeigen, wie es geht.
Wir haben nur keine Ultimate. Vielleicht sollten wir die nur kurz warten. Aber wir laufen jetzt hin. Entweder wir haben sie dann oder nicht. Frage jetzt, läuft der jetzt nach links oder nach rechts? Scheiße. Guten Tag. Darf ich einmal dich töten? Ist das erlaubt? Ha, hast du dir so gedacht? Jetzt geht's los. Auto-Attack. Wie ein Mann das 101 genommen. So. Wir haben jetzt so ein bisschen... Das Gute ist, die Leute... Ah, ne, hat er mehr Geld gegeben? Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat nicht mehr reingecashed, oder? Wäre richtig geil gewesen. Die fielen schön rein. Und dann... Richtig outplayed, Leute. So kann man wirklich sagen, outplayed and outsmarted. Jetzt machen wir das gleich nochmal in der Mitte. Kommt. Skladadu. Lassen Sie bitte den Tower stehen. Wir müssen eigentlich nur hinterher rennen, bis der Pool drückt. Und dann drücken wir Q. Das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Wir können ihn aber auch, glaube ich, im Pool töten. Nee, schade. Oh, scheiße, er heilt sich jetzt nochmal. Ach, komm. Auto-Check. Danke. Ja, okay. Ja, er überlebt aber auch mit 3 HP im Pool. Sind wir ehrlich. So. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Ich meine, macht Kritji überhaupt Sinn? Kurz mal, warum sollte man überhaupt Kritji gehen? Ich meine, die E macht True Damage. Ich glaube, True Damage zählt, kann auch nicht kritten. Kann mir das jemand sagen? Ich glaube, True Damage kann nicht kritten. Weil True Damage ist True Damage. Naja, es wäre ja nicht True, wenn es auf einmal nicht mehr True wäre. True heißt ja 100. Es sind wahre 100, ne? Wenn es auf einmal kritten würde, wären es ja 200. Dann wäre es ja nicht True. Dann wäre es ja, ne? Also, das macht ja keinen Sinn. Außerdem wurde die AD runtergenommen. Die wären geil gewesen für Crit. Dafür kann die Q critten. Das ist nett. Keine Ahnung. Wir machen es einfach so, wie es ist. Wir machen es einfach so, wie es ist. Ja gut, okay, was für Crit spricht, ist, dass halt Rageblade und On-Hit genervt wurde. Na, aber ich würde es, glaube ich, nicht empfehlen. Aber wie ich immer zu sagen pflege, welcome, welcome. So. Ich bin unterwegs, Leute. Come in. Wir müssen eigentlich nur, Seele muss mich nur ulten. Weil ich werde instant sterben im Teamfight. Ich bin aber da. Wir gehen mal gucken, was passiert. Also. Vielleicht war es auch ein bisschen obvious, aber dass sie so nachtragend sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Are you guys back carrying? Nachtragend. Ich glaube, so heißt das doch, oder? Hallo Condor, wunderschönen guten Tag. Leider fehlt uns noch ein bisschen Geld für Statics. Das ist das Traurigste an den ganzen. Das ist das Traurigste. Scheiße, 300 Gold, Leute. Mist. Leute, ich bin der Einzige, der hier carried. Was macht ihr? Könnt ihr ein bisschen Gas geben? Womit ich übelste Probleme habe, da merkt man einfach, dass ich zu lange nicht mehr in der Schule war, Englischunterricht, ist mit diesen Ing-Änderungen. Wie schreibt man dying? Schreibt man das so? Doing? Ja, schon, ne? Oder? Ne? Oder schreibt man das so? Nee, dying. Dying. Das liest sich einfach schon verkehrt. So, die muss ich eben nehmen. Und dann habe ich Statics. Bap, 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 bap. Sehr schön. Guck mal, das krittet alles hier wie Sau. Also, ein bisschen. Wie haben wir? 40. Machen wir nochmal hier, Kit. Bap, 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 bap. Jetzt macht doch am Ende Schaden. Ich dachte, es macht jetzt mal Schaden. Hä? So, Statics ist da, Leute. Das heißt, eigentlich brauchen wir noch ein drittes Crit-Item. Oder reichen zwei? Wir können jetzt noch ein bisschen so Tank sauber, gehen. So gründlich, so glatt. Weil die Klinge zwei Schneiden hat. Dying. War. Dying. Dying. So sagt man es wahrscheinlich in China. Dying. Danke dir, Chacha. Danke dir, herzlich willkommen. Willkommen, willkommen, willkommen. Also wir müssen jetzt, wenn wir das Game wirklich gewinnen wollen, müssen wir jetzt tanken, Leute. Aber guck mal hier, wie wir kritten, Leute. Wir gehen jetzt, böllern. Aber ich glaube, wir brauchen Sterax noch. Und Blutdürster. Und noch mehr Crit. Ich bin da, Leute. Ich brauche jetzt nur Seelen-Ult. Seelen ist da. Let's go. Ult an. Q. Und let's go. Later. Schön outplayed. Ne, für Master Yi, also es ist halt... Leute fragen mich, warum... Leute fragen mich, wie... Okay, lassen wir das. Ne,
Also Master Yi hat halt wirklich Schwierigkeiten. Ich glaube, den schaffen wir nicht. Nee. Wo ist Silian? Bro! Ja, so scheiße. Einweg Yi, Leute. Aber die sind auch alle mad auf mich. Ja, was kaufen wir jetzt? Schwierig. Blutdürster wäre... Also ich glaube, passt auf, wir kaufen das Lifesteal-Zepter. Graden ist aber noch nicht auf. So haben wir schon mal 10%, hätte ich gesagt. Ich meine, vor allem, wenn man krittet, dann kriegen wir ja direkt hier... Wir müssen auch noch... Wen müssen wir töten? Lass mich raten, es ist Kaiser. Ja. Das heißt, wir... Ja, wir müssen halt teamfighten. Wir haben halt nur zwei Slots. Okay, nee, wir können das Ding später bekommen. Das heißt, der Vollbild, für alle, die es interessiert, ich weiß, es ist jeder von euch, deswegen sag ich's, wäre... Sterax, Blutdürster und dann, also man könnte Armor Pen kaufen, nicht klar. Armor Pen brauchen wir glaube ich nicht. Und dann noch ein Crit-Item, Phantom Dancer. Ich hätte Phantom Dancer statt, dann hätte ich auch keinen Sterax gebraucht. So eine Scheiße fällt mir gerade ein. Hier Leute, können wir, passt auf. Jetzt gibt's die, ja, ich werfe da drin. Ja, jetzt bin ich wieder raus. Jetzt bin ich wieder drin. Nee, ich bin wieder raus. Was sind hier so viele Leute? Was passiert hier? Und jetzt. Und gedodged. Und later. Oh mein Gott. Und ja, so. Also, das war echt gut, aber. Also, ich kann halt nicht wirklich viel machen. Jetzt kann ich was machen. Das Problem ist, Jin ist halt nicht da, ne? Also was habe ich gesagt? Ich hätte echt Phantom Dancer kaufen sollen. Scheiße. Phantom Dancer wäre echt... ja, das Dance. Ich glaube, wir brauchen halt echt Tankiness, Leute. Wir wollen jetzt echt... Ne, wir wollen ja wenigstens etwas klug spielen. Der Itembild ist ja schon nicht klug. Wenigstens ein bisschen klug. Kauf es immer noch. Ja, aber wenn ich... Also wenn ich jetzt Phantom Dancer kaufe... Was ist besser, Sterax oder Phantom Dancer? Ich glaube, das ist eindeutig Sterax, oder? Das hier gibt ein Schild von 400 bis 1800, abhängig vom Level. Bis 1800. Phantom Dancer gibt 240 bis 600. Hat aber Crit. Let's go. Na na ne, oh na na na. Na na ne, oh na na. Können wir den Dragon? Leute, können wir mal bitte alle geschlossen? Can we go? Okay. Wir müssen halt mal. Wir haben halt keinen Tank. Doch, also, ja, so Atox ist jetzt auch nicht so richtig Tank. Wir haben keinen Tank, kein Engage. Und ich. Turbo-Inter so ein bisschen. Teilzeitmäßig. Hier zum Beispiel kann niemand reingehen. Niemand. Also, Nico kann aber. Nico hat engaged, sehr gut. Ja! Geil, Leute, was passiert? Was für ein Damage? Wieso komme ich da hinten raus? Auto-Attack. W. 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 Und. Q. Auto-Attack. Ja. Also, es war okay. Nico hat einen guten Engage gemacht. Sich einfach grabben lassen. Vielleicht sollte ich mich grabben lassen. Dann kriege ich direkt die Seelen Ult, oder? Ne, aber das ist halt das Problem. Wenn du halt nicht tankt, bist auf die. Deswegen. Es gibt ein paar Master Yis, die einfach so sowas bauen. Oder halt einfach ein Damage-Item nach dem anderen. Oder generell, Leute. Ach, 400 bis 1800 ist der Damage, den ich bekommen muss, weißt du. Ja, okay. Na, deswegen seid ihr der Chat. Wo steht denn das Schild? 400 bis 1800 Damage muss ich bekommen. Man kriegt 75%. Ach, Salute Bonus. Na, es sind, ach, genau. 75% Bonus-HP kriegt man als Schild. Ist gar nicht so viel dann eigentlich, ne? Aber das Direktschild kommt halt trotzdem immer richtig big vor, oder? Na, aber wenn ihr fett seid in einem Game, zum Beispiel Irelia, Yasuo, keine Ahnung, geht Tank und niemand killt euch. Ihr könnt auch einfach sagen, ja, hey, ihr geht Damage und wenn ihr einmal gecatcht werdet, seid ihr trotzdem One-Shot und dadurch schaut ihr das Game, weil ihr dann direkt 1000 Euros abgebt und dann ist es halt over. Wir müssen mal schnell ein bisschen farmen, Leute, wir brauchen Geld. Ja, wir haben keine Levels, kein Geld, wir müssen mal quick farmen hier. Bap. 400 bis 1800 wäre auch ein bisschen broken gewesen, ehrlich gesagt. 1000, stell dir mal 1800 das Schild, da wäre einfach. Das wäre komplett von vorne bis hinten durch. Wäre ein bisschen viel.
Sind wir ehrlich? Sind wir einfach mal ehrlich? So, wie viel brauchten wir denn für Phantom Lancer? Phantom Lancer braucht 1,4. Gut, das ist jetzt schlecht. Doch nicht. Later. Later, 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 later. Guter Champion, outplayed. Oh, nee, das schreiben wir nicht. So, schreiben wir nicht. Aber outplayed, Leute. Einfach klassisch outplayed. Klassisch outplayed. Einfach klassisch outplayed. Und jetzt Antrag auf Fragwürdigkeit möchte ich einreichen. DRMB Rinky schreibt, werden Nicht-Abonnenten überhaupt beachtet? Fragt er. Jetzt frag ich mich, guckst du überhaupt, was passiert, Bruder? Weil aktuell konzentriere ich mich hier auf meine Master Yi Gameplays und rede mit so gut wie niemanden. Niemanden. Almost nobody. Und dann kommen Leute und fragen, warum ist Master Yi so broken? Und dann sag ich, nur in meiner Hand. Nur in my hand, weil ich ein echter Shinobi aus Shinobi Town bin. Ja, ich würde sagen, das war's. 17. Also am Ende haben wir nochmal gezeigt, da haben wir richtig durchgeschnibbelt. Da haben wir richtig durchgeschnibbelt. Ich komme. Ist das vorbei? Da unten ist noch Käse. Aber Käse ist jetzt auch tot. Ja, ich würde sagen, welcome. Ich würde sagen, welcome. Das war's. Das war's, Leute. Schön! Schön! Warum das AD-Jungle-Item und nicht das Attack-Speed-Jungle-Item? Also, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht. Ich wollte, also, mein Gedanke, um das nochmal auszuführen, war der, dass Attack-Speed-Jungle-Item hat On-It. Das heißt, du baust ja dieses On-It-Item plus Rage-Blade und das synergiert sehr gut. Du hast 4 Attack-Speed-Flex, also auf 2, proxierst also auf Rage-Blade und proxierst mal den On-It-Effekt von dem gelben Jungle-Item. Das ist auch relativ schnell stark mit Rage-Blade, das heißt, du brauchst das und Rage-Blade und dann bist du powerful. Aber wenn ich auf Crit gehe, was ich in diesem Game gemacht habe, Crit ist immer erst ab dem zweiten Crit-Item gut. Das heißt, du brauchst Infinity und dann noch ein Crit-Item. Static zum Beispiel, wie jetzt gerade. Und bis dahin bist du halt schwach. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe dir AD-Machete, weil dann bist du... AD-Machete heißt, du nimmst die und bist sofort powerful. Sofort BAM. Und dadurch gleicht das schlechte Early-Game vom Crit so ein bisschen aus. Das war die Idee. Ja, welcome.